Guardate questa macchina, un amico mio. Se lui non fosse amico mio, questa macchina rubare, ma è amico mio. Bello amico mio, con c'ha molti soldi. Quella che conta la salute. Lucchettoni. Hellwig an Stuttgart, wenn du der Cosimo siehst. Cosimo, ti spaccherei la faccia. Ma was willst denn du denn? Was willst denn? Ich hab keine Zeit. Ich hab heiße Stimme. Oh, Luca Toni. Ja, ich verstehe dich schon lange nicht. Ja, ist ja gut. Grüß mal deine Mami. Geh, Cretino. Oh, also, mein Freund, der mit dem dicken Mercedes hat mich eingeladen. Eine Espresso. Ne? Ah, che bello. So ein Leben. So kann sich's leben lassen. Ah, che bello. Che bello. Oh, ci beviamo un espresso. Facciamo espresso. Che bella. Un momento. Devo chiudere la bicicletta perché sennò fregare la mia bicicletta. E la mia bicicletta vale qualche 3.000 euro, ma io l'ho fregata. Che bella, è una bella espressuccio, è un amico mio. Ich bin ja auf Wohnungssuche, gell? Ich bin auf Wohnungssuche. Ja, aber ich hab's ja lieb. Das Einzige in diesem Haus, es gibt keinen Lift. Das wäre nichts für mich. Ja. Für mich eine Grappa und eine Espresso. Che bello! Oh, Katastrophe. Qui siamo Chiesegna, diese Konstruktion. Questa Konstruktion ist eindeutig typisch italienisch. Warum auch? Ganz einfach, vom Design her. Sehen wir diese quadratische Art und Weise. Quadratisch praktisch gut. Und dann diese Spiralform, typisch. Das ist ja, 18. Jahrhundert. Ne? Und dann diese Form, die kommt wahrscheinlich aus dem ja, Römerzeit. Also wir sehen hier etwas Fachmännisches, bis heiß, gecaldo. Qui, questa qui, quella mio appartamento, quella casa arancione, das gelbe Haus, da wohne ich, wo die Balkone aus Holz sind. Schon ist schon rauf. Prego. Oh, wie du das bloß packst mit deiner Treppe. Also, na, das ist Corona, ja, das ist
Per me questo è micidiale. Das ist für mich tödlich. Der Arzt hat zu mir gesagt, ich darf mich nicht so arg anstrengen. Sprechen ist für mich eine Anstrengung, denken ist für mich eine Anstrengung. Leben. Leben. Leben.